Was brauchen wir alles zum Töten? Wir brauchen ganz viel Munition. Wir müssen einmal ausmisten, aber nicht hier. Und ich wollte nebenbei noch Sachen vorbereiten. Nämlich zum Beispiel davon so 3 Stück mal eben bauen. Das klingt gut. Rohr haben wir auch nie wirklich viele. Davon kannst du auch mal ein paar bauen. So. Dann hier die ganzen lästigen Eisenplatten auch mal. Wow. Das waren vielleicht ein paar viele. Die ganzen lästigen Eisenplatten nochmal weg. Grüne Eiche wollte ich auch noch bauen. So. Muni. Ich brauche Muni und zwar brauche ich Muni für die Sniper-Türme, die ich gleich noch setzen muss. Und für mich. Sniper-Muni wäre hier, aber geht nicht drum. Was fehlt? Dir fehlt schon wieder Kupfer. Ja. Ich habe keinen Kupfer. Okay, dann muss ich halt hier klauen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das sollte reichen. Da sind die Sniper-Türme. Ich brauche allerdings jetzt noch was. Und zwar Flammenwerfer-Muni. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier einen Krimskrams raus, von dem ich nicht auf den ersten Blick sehe, dass ich ihn sofort in der nächsten Zeit brauchen könnte. So. So. Gut. Und dann nehme ich Flammenwerfer-Munition mit. Flammenwerfer-Munition mit. Raketenwerfer. War das im Gespräch, dass wir eventuell 3-mal den Raketenwerfer nehmen könnten, wenn sie nicht den Cooldown sich teilen? Das sollte ja relativ leicht zu testen sein. Ich bräuchte nur... Ich bräuchte nur ganz viel Kupfer, das wir nicht haben. Tu das da rein, sammelt die Sache auf. Gut. Ja, sollte für eine Basis reichen. Also wo war dieses komische Konglomerat an Basen? Da. Dann tue ich doch mal... Ich kann den blauen Punkt auf der Karte nicht sehen. Wo sind wir? Wir sind da. Weiter westlich noch so 3-4 Türme. Hier irgendwo. Nimm Sniper-Turm. So. Und da auch noch. Gut. Alles mit Ärmchen versehen. Auch wenn sie gerade nicht befüttert werden. Und dann jedem erstmal ein Stack. Angriff irgendwo ist okay. Dann jedem zweiten Stack. Und so wird die Munition schon alles an. Oder auch nicht. Ah, okay. Irgendwas, was nicht beschossen wird? Nö. Ein Ärmchen ist kaputt. Und das wird ersetzt. Okay, gelbe Kiste. Wo ist die Robo-gelbe Kiste? Hier. Irgendwo. Bist du gelb? Ja, du bist gelb. Du kriegst mal ein paar blaue Ärmchen zum Ersetzen. Da, bitteschön. Und gelbe. Und ich sehe gerade, dass wir ein Kohleproblem haben. Oh. Haben sogar ein radikales Kohleproblem, weil wir nicht mehr genug Kohle haben, um sie nämlich in Kisten zwischenzulagern für die Dinger. Was allerdings nicht so schlimm ist, weil das hier ist ja eigentlich die Verschwendung. Ja, weißt du was? Ich mache euch mal alle weg. So, damit das hier nicht verschwendet wird, das Erz. Das muss alles gepulvert werden. Aber nicht jetzt. Geh weg. Haben wir denn alles? Wir haben keine Sniper-Munition für uns. Wir haben keinen Kupfer für den Raketenwerfer. Wir haben Flammenwerfer-Munition. Wir haben ein bisschen Piu-Piu-Zeug, um die Königin anzulocken. Wenn es da überhaupt eine Königin gibt, weil ich weiß nicht, ob das eine Basis ist oder... Ein Radar-Glitch. Schön, Geogon. Das war nur ein Radar-Glitch. Das heißt, hier ist irgendwie keine Horde durchgelaufen, die vielleicht irgendwo eine Basis gebaut hat. Die ist nicht wirklich hier. Das heißt, ich müsste von da ganz oben was holen. Und das ist wieder zu weit weg, denke ich. Ja, nee. Nee. Da bastle ich lieber weiter an Roboport-Abdeckung und grünen Tränken und hast du nicht gesehen. Hellblauen Tränken, sorry. Anstatt jetzt da in der Weltgeschichte rumzueiern. Das heißt, wieder runter. Ich hätte echt gern mehr Beton. Beton automatisieren kommt auch noch auf die To-Do-Liste. Allerdings nicht sehr weit oben auf der Priorität. So, du bekommst wieder die ganze Muni zurück. Dafür hätte ich gerne das und das wieder. Die da, das und jenes. Und das vielleicht auch noch. So, das ist okay. Gut, 36 Tränke hätten wir schon mal.
Die Forschungsanlage umgebaut habe ich noch nicht. Das ist ebenfalls auf der Liste. Damit wir das mit zwei Spuren halt machen können. Einmal auftanken, klingt auch nicht schlecht. Schlürf, schlürf, schlürf. Essen ist wieder problematisch, oder? Weil ich habe kein Holz gesammelt. Ja, du. Oh, ich baue euch mal kurz um. So. Fließband Nummer 2. Das irgendwo von hier kommt. So. Auch hier mal Steinzeug, so. Dann jetzt Ärmchen auf derselben Höhe. Flup, 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 flup. Und ich brauche lange Ärmchen, davon ein paar mehr. Brech die mal so lange ab, damit das hier einigermaßen zackig geht. Zacki, zacki, zacki. Brauche auch ein paar blaue, so. Forschungsdinger da oben drauf. Ne, nicht so. So. Und dann die Roten. Angefunden rechts, alles gut. Die alle. Dahin. Da. So. Jetzt sollten die sich eigentlich was nehmen können, wenn sie es denn brauchen. Tun sie momentan noch nicht. Und da wir noch keine Automatisierung haben für hellblaue Tränke, was allerdings nicht mehr so lange dauern sollte, ich kann ja einfach hier mit Kisten arbeiten. Warte. Passt da ins Wasser eine Kiste? Ja, passt eine Kiste. Sehr gut. Okay, dann hätte ich gerne... Ich kann immer noch keine blauen Kisten machen. Das war eine Sache, die wir erforschen wollten. Die war auch wichtig. Du, still bitte her. Hellblau. Gott, ist das krass. Da und da bitte hin. Da raus, da raus. Da rein. Also momentan kann ich es noch nicht automatisieren, aber ich kann jetzt schon mal das von Hand so ein bisschen zumindest machen. Ich muss nur grüne Ärmchen da reinschmeißen, den Rest macht die Fabrik. Wow, 21 grüne Ärmchen und guck mal, wo hier unten die grünen Ärmchen rausgekommen sind, wie viele das inzwischen sind. Ah, sehr gut. Stackweise grüne Ärmchen. Da. Das heißt nichts. Irgendwas schießt, irgendwas macht tot. Geräuschkulisse, super. So, du da. So. Stahl. Okay, da kommt schon mal das erste Zeug an. Nicht viel, aber ein wenig. Und das, was ich handgecraftet habe. Ärmchen. Was ich handgecraftet habe, schmeiße ich einfach hier drauf. Brauchen wir noch eine Stelle für Lila-Tränke später. Aber dafür brauchen wir jetzt ein Produktivitätsmodul. Du. Da. Sind jetzt an die 55 Tränke oder so. Das heißt, wir können langsam anfangen. Hey. Das ist schweineteuer. Ja, ja, wir können langsam damit anfangen. Genau, bedient euch, dann werden auch wieder rote und grüne Tränke hergestellt. Wobei hier jetzt bestimmt wieder Kupfer fehlt oder so ein Gedöns. Keine grünen Chips, weil grünen Chips. Achso, ne. Es werden nur einfach. Woran hapert's, Jungs? Also, erstmal müsst ihr wieder auf sowas gestellt werden. Module gebe ich euch nicht, weil ich habe jetzt schon viel zu hohen Stromverbrauch. Wir haben nicht genug Radarplatz. Oh, warum ist das denn passiert? Klau mal Kupfer. So. Ich sollte es nicht durchgehen, klauen, sondern nur so sporadisch, dass da auch sie was ansammeln kann. Richtig, richtig. Und das da und das da. Baum Radarschüsseln, genau. Damit das hinhaut. Und wir haben die Radarslots verloren, als ich die Sniper-Türme umgesetzt habe. Dann bin ich mir relativ sicher. Kann ja auch gut sein, dass die höheren Türme auch mehr Radarslots schlucken. Das heißt, wir packen jetzt einfach hier überall Radar-Dinger hin. Radarslot 26. Gut. Sehr gut. Ihr seid fleißig am Rödeln. Das ist auch sehr schön. Staut sich schon fast. Ja, schaut sich echt. Könnte man umbauen auf rote, aber nee. Ich mache das Ganze lieber alles schneller. So, so.
nehme ich noch zwei blaue Fabriken in Auftrag. Dann haut das hoffentlich hin. Achso, und rote Chips. Werden gerade gar nicht verbraucht. Und auch nicht hergestellt entsprechend. Hätte ich aber ganz gerne für da oben. Für die da. Gib mal alle her. Bau doch eine neue. Teil mal eine Batterie mit dem. Roten Chips mit dem. Obwohl, ernten ab. Pritzel, ja. Ist okay. Ist alles gut. Ja, du kannst auch weiterarbeiten. Bau davon ganz viel Zeug. Achso, wir haben ja grüne Ärmchen. Nutz mal eins der grünen Ärmchen hierfür. Und sammel bitte was ein? Grrr. Sammel. Ich brauche erstmal eine gelbe Kiste. Gelbe Kiste. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Genau, zisch, 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 zisch. Dann setze ich die gelbe Kiste hinter das intelligente Ärmchen. So. Du nimmst nur raus, wenn... Oh Gott. Sind wir raus wie ein Plasmafernseher. Logistiksystem kleiner als... Was? Logistiksystem... Hallo? Sehr komisch. Was? Wenn... Ah, das ist eine neue Sache. Man kann jetzt also sagen, nimm bitte nur grüne Chips, wenn mehr als so viele rote Chips da sind. Das ging vorher nicht. Vorher musste man mit Zahlen begrenzen. Aber das will ich gar nicht. Ich will, dass du das so machst. Ich will, dass du eine Konstante benutzt und keine Variable. Keine Ahnung. Du. Set. Go. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Kiste 100 Chips, die ich nicht habe, reinlegen würde. Oder in eine andere gelbe Kiste oder rote Kiste. Nicht in eine blaue, genau. Dann würde er nichts mehr rausnehmen. Und das Gleiche müsste ich jetzt eigentlich auch noch machen mit einer anderen Kiste. Für die roten. Weil ich kann keine Doppelbesetzung hier machen. Nö, kann ich nicht. Also bitte so. Und so. Und du machst... Rot, kleiner, gleich. 100. Und dann sollte er alles nehmen. Genau. Gut. Das heißt, es stauen sich maximal 100 in den Kisten an. Danach schaut sich das hier, damit die Ressourcen nicht stauen können. Was eigentlich doof ist. Lass ich erstmal so. Ist okay. Was wollte ich noch machen? Ich wollte die Roboports aufstellen, dass wir überall Abdeckung haben. Das wäre also hier. Dafür habe ich allerdings noch keine Anbindung an das Muster. Hier im Wasser. Gott. Wie war das mit Landfill? Bau Landfill. Bau Landfill so, dass wir hier was hinsetzen können. Das wird nicht gereicht haben, oder? Jetzt müsste da hin. Okay, holt Stein, Bau, mehr Landfill. Ja, 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 ich weiß, du meckerst gerne. Komm schon, symmetrisch. Ist mir egal. Es muss flach aussehen. Keine natürlichen Gewässer mehr. Du Robot. Da ist richtig, richtig. Richtig, richtig. Schön. Jetzt hätte ich gern von hier oben einen Pol, der mir sagt, wo es lang geht. Folgt dem Polführer. Mist. Warum sind die alle immer genau falsch? Jedes verdammte Fließband, das ich gesetzt habe, ist irgendein Pol im Weg. Dabei ist die Chance 1 zu... Wie viel deckt das ab? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 7. 49 Wälder. 1 zu 49, das zu treffen. Egal. Du da alleine. Können die hier alle weg? Nein. Oh. Das war nicht gut. Du da hin.
Und hier lösen wir das geschickt durch keins davon. Sondern wieder so ein hässliches Ding. Ich will keine hässlichen Dinger mehr setzen. Na, ja, hilft nichts. Setz hässliches Ding. Dahin. Müssen wir später gucken. Du da gehst auf. Ist dieselbe Höhe, ist alles gut. Jo, passt. Licht hätte ich hier noch ganz gerne. Bau bitte Lampen. So. Weil, ne, wichtige Anlage braucht schön viele Scheinwerfer. Ah, hatte schon Licht. Sitzt genau da, wo kein Strom ist. Super Idee. Ich mach das mal hier neben. So. Schön seitlich bestrahlt. Gut. Also. Roboport-Abdeckung da. Ich hätte gerne trotzdem die Roboport-Abdeckung weiter nach hier gezogen. Mist. Mauern sind nicht drin. Na gut, ich brauche keine orangen. Ah, brauche ich doch. Alle Mauern umbauen? Nein, ich setze einfach. Erstmal brauche ich mehr Poles. Da. Und dann setze ich hier einfach zwei Roboports hin. Das ist ein bisschen Verschwendung, aber was soll's.